meine lieben Comic-Freunde, willkommen zurück im Flow-Universum und ich wollte heute mit euch darüber reden, dass die Marvel Collection verlängert wurde. Ja, ich weiß, es ist schon eine längere Zeit aus, aber ich wollte nochmal darüber reden, denn die Marvel Graphic Novel Collection, also die schwarze, die ihr hier im Hintergrund seht, wurde jetzt auf 200 Bände verlängert. Okay, das hört sich jetzt richtig viel an, aber wenn man sich das überlegt, man hat ja im Prinzip schon 100 gesammelt und ich denke mir halt im Endeffekt so, das ist schon ziemlich krass, dass es jetzt um das Doppelte verlängert wurde, weil man irgendwie ja schon dachte, dass es sich dem Ende zuneigt, weil DC ist zu Ende und ja, aber die geht einfach am besten und ich muss auch ehrlich sagen, es ist einfach auch die beste Collection und ja, also ich finde es richtig cool, dass die verlängert wurde. Also ich kann gar nichts dagegen sagen, wie gesagt, es ist wirklich die beste Sammlung und hat hier wirklich coole Inhalte, coole Charaktere und so weiter. Auch wenn es ein bisschen cooler wäre, wenn man mehr Unbekanntere nehmen würde, aber der Inhalt ist ziemlich cool, weil es gibt ja jetzt die 40 Classics hinter mir, ist circa so. Und danach kommen die 160 Bände einfach gerade raus und das finde ich halt ziemlich heftig. Ihr merkt schon, mein Regal, das dritte wird schon voll und da muss hier auch noch Platz geschaffen werden. Also echt ziemlich heftig, dass der jetzt so hart verlängert wurde. Ich habe damit eigentlich nur ein Problem, nämlich, ich finde es auch cool, dass der Preis so geblieben ist und der Rhythmus und alles. Also das ist echt cool, weil jede Sammlung kostet nach einer Zeit 1 oder 2 Euro mehr. Auch zum Beispiel bei Star Wars, die war ja mega dünn und auch nicht so geil vom Material und von der Inhaltsauswahl her und hat dann schon 2 Euro mehr gekostet als am Start und das hat mich ein bisschen angepisst. Und bei dieser Sammlung ist es einfach immer gleich und es gibt keine Premium-Bände oder irgendwas, das finde ich ziemlich cool. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wolle, eine Sache, die mich richtig nervt, ist einfach die Auswahl, also es geht ja zeitlich gesehen eigentlich von den Classics hier immer weiter Richtung Gegenwart, also wo wir jetzt eben sind. Und man muss einfach sagen, dass aktuell, wir haben jetzt nach dem All New Different, ich weiß gar nicht, was wir gerade für ein Marvel-Universum haben. Und jetzt sind wir ja schon bei Marvel Now angelangt. Und ich habe da ziemlich meine Probleme, weil es war halt so der Einstiegspunkt bei mir bei den Comics, wo ich richtig intensiv Comics gesammelt habe. Und jetzt bin ich halt so am Überlegen, so, ob ich die Sammlung wirklich aufhöre, weil halt teilweise schon Inhalte drin sind, die ich schon habe. Ich muss sagen, zum Glück haben die das schön ausgewählt, sodass ich fast nichts habe. Es sind Sachen wie der Avengers Hickman Run, den ich nicht habe. Ja, es sind halt ein paar Sachen, die ich nicht habe, aber dann gibt es halt wieder so Sachen, die ich habe, wie zum Beispiel den ersten Spider-Man Miles Morales Band, das Avengers gegen X-Men Event, wobei das ziemlich cool hier gelöst ist, weil hier sind es 3 Bände mit allen Tie-Ins und das haben die echt cool gemacht und da hole ich es mir sowieso nochmal. Spider-Verse zum Beispiel habe ich schon, ich habe jetzt nachgeguckt, das sind glaube ich 4 Bände, was ich schon habe. Zwischendurch auch ein bisschen, aber das sind so also Klassiker, die man immer mal gerne in so einem Hardcover haben kann. Ich muss sagen, aktuell sind halt wirklich nur 4 Bände, die ich doppelt bekomme. Und da muss ich sagen, das kann ich auch mega verkraften, aber wenn das dann mehr wird, dann muss ich echt überlegen, ob ich wirklich damit aufhöre, wobei ich es nicht möchte, weil mir die Sammlung einfach mega gut gefällt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Sammlung findet und ob ihr dran bleibt oder ob ihr vielleicht einsteigt, weil es ist ja auch ein ziemlich cooler Einstiegspunkt. Und ja, das war es eigentlich so von meiner Seite. Also wer Bock hat, unbedingt einsteigen, wie gesagt, ich kann es empfehlen, wobei aktuell halt viel aktuelles Zeug jetzt kommt. Aber mal gucken, was da auf uns zukommt. Mal gucken, ob ich die Sammlung abbrechen werde oder nicht. Ich bin echt mega gespannt, weil ich finde die Sammlung echt mega schön. Und ja, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend. Ciao.